Hallo, lieber Uli. Wir haben heute unseren dritten und letzten Teil. Und zum letzten Teil zu deiner Sammlung zu dem Thema despotischer Sozialismus oder Staatssklaverei. Die theoretische Aufarbeitung der sowjetrussischen Entwicklung in der Sozialdemokratie Deutschlands und Österreichs. Und du hast das in zwei Büchern beschrieben. Das heißt, du beschreibst darin zum einen die Russische Revolution, die Auswirkungen und den Beginn der UdSSR und wie das in Deutschland und Österreich diskutiert wurde. Da hast du zwei Hauptakteure. Wir haben zum einen Karl Kautsky und zum anderen Otto Bauer aus Österreich. Und dann werden wir gleich mal einsteigen. Wir haben uns einen kleinen Leitfaden aufgebaut für die Sendung heute. Und wir werden jetzt, nachdem wir in den letzten Sendungen die revolutionären Begebenheiten beschrieben haben, gehen wir heute auf den Charakter des sowjetischen Staates ein. Und auch dort haben wir unterschiedliche Positionen von Karl Kautsky, der das Ganze als ein Blutregime bezeichnet. Und dann haben wir die etwas andere Sicht von Otto Bauer, der hier und dort noch eine gewisse sozialistische Gesellschaft erkennen möchte oder vielleicht auch nicht. Aber auch das hat sich über die Zeit verändert. Also wir haben es mit einer klaren Ablehnung von der Seite der SPD zu tun und es gibt in Österreich eine etwas andere Einschätzung. Vielleicht steigen wir dort ein und dann würde ich dir das Wort übergeben. Ja, vielen Dank, Axel, dass ich die Gelegenheit jetzt nochmal habe, mit dir gemeinsam auf diese beiden voluminösen Bände zu schauen und zu rekapitulieren, was die Debatten in dieser Zeit gewesen sind und vielleicht auch zum Schluss darauf zu schauen, was uns das heute möglicherweise noch sagt. Du hast die beiden Hauptprotagonisten meiner Arbeit angesprochen, die sich im Titel der Arbeit ja auch wiederfinden. Der Begriff des despotischen Sozialismus wird in den 20er Jahren von Otto Bauer verwendet, allerdings auch in unterschiedlichen Bedeutungsinhalten für das junge Sowjetrussland und die sich dann in Sowjetunion umbenennende Formation. Auf der anderen Seite eigentlich sein, wenn man so will, Lehrmeister, Karl Kautsky, der unbestrittene Denker in der Nachfolge von Karl Marx und Friedrich Engels in der internationalen Sozialdemokratie, der sehr viel schärfer und ablehnender mit den Entwicklungen in Sowjetrussland umgeht und diesen Begriff der Staatssklaverei verwendet für Sowjetrussland. Aber auch von einem, ich nenne nur einen Begriff, es gibt viele andere sehr deutlich negative Begriffe von Kautsky, des schmutztriefenden Blutregimes. Alles das, glaube ich, muss man zunächst mal versuchen zu verstehen aufgrund realer Entwicklungen, die für beide sich doch auf eine sehr unterschiedliche Weise vollzogen haben. Für beide, auch das noch als Vorbemerkung vorweg, spielen die russischen Sozialdemokraten, die Menschewiki, eine wichtige Rolle als Stichwortgeber für ihre Haltung zu Sowjetrussland. Bei Karl Kautsky ist das sein langjähriger Freund Paul Axelrod, der auch in der Exekutive der Internationale eine Rolle spielte. Und bei Otto Bauer ist es mehr Julius Martow, der aber 1923 verstirbt und dann dessen Nachfolger und Schwager Theodor Dahn, mit denen er intensiver kommuniziert und bei denen er im Übrigen auch während der russischen Kriegsgefangenschaft im Krieg zeitweise gelebt hat. Warum schmutztriefendes Blutregime? Warum diese scharfe, harte Ablehnung? Ich denke, dass das nur zu verstehen ist aufgrund der konkreten Erfahrungen in Deutschland mit der Art und Weise, wie die Bolschewiki auch international Einfluss nehmen auf die Verhältnisse in anderen europäischen Ländern und insbesondere in Deutschland eine, wie ich selber schon auch sagen würde, sehr unselige Einflussnahme entwickeln auf die ja schon gespaltene deutsche Sozialdemokratie in Mehrheitspartei und unabhängige Partei, die sich im Krieg spalten.
worauf seitens der Kommunistischen Internationale und der Bolschewiki nun nochmal Einfluss genommen wird und faktisch eine weitere Spaltung erzwungen wird, nämlich die Spaltung der USPD. An diesen Prozessen ist Karl Kautsky intensiv beteiligt, wenn man so will, als Opfer dieser Einflussnahmen. Und Kautsky ist aber auch der Adressat der intensivsten und, wie ich finde, überwiegend ganz bösartigen Anfeindungen von Seiten der Bolschewiki, die ihm faktisch eine Position zuweisen, er sei der Renegat, der Verräter, der Arbeiterverräter. Es geht also um den Versuch, seine Legitimation zu untergraben. Und er hat, darüber hatten wir beim letzten Mal ja auch gesprochen, er hat als Teil einer Delegation der Internationale das sozialdemokratisch regierte Georgien besucht, was kurz nach seiner Abreise durch die Rote Armee überfallen und okkupiert wird. Doch darüber sprachen wir, wo also dort ein bolschewistisches, man kann sagen, Marionettenregime eingesetzt wird mit Gewalt und gleichzeitig in den Folgejahren die russischen Sozialdemokraten aus Russland vertrieben werden, aus den Räten vertrieben werden, aus den Gewerkschaften vertrieben werden. Und ich denke, es gibt gute Gründe dafür, dass Kautsky von dieser Betrachtung her, was realpolitisch dort stattfindet, seine Haltung entwickelt auf das junge Sowjetrussland und den Gesichtspunkt demokratischer Verfahren oder des Gegensatzes von Demokratie und Diktatur in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Können wir ganz kurz skizzieren, wie der Werdegang Ja. von Karl Kautsky war? Ist er denn mit in die USPD gegangen? Ist er dann in die SPD zurückgegangen? Es gab ja da mehrere Hin- und Herbewegungen. Es gab die Abspaltung der USPD. Die USPD spaltete sich nochmal in Spartakusbund. Der Spartakusbund war die Vorvariante der KPD. Und es gab ja noch eine Zeit lang dann die USPD, die am Ende dann wiederum in die SPD zurückging oder große Teile, unter anderem auch Eduard Bernstein. Wie war das mit Karl Kautsky? Wo befand er sich zu welchem Zeitpunkt? Also ich habe in einem Sammelband, den ich selber mit herausgegeben habe, vor wenigen Jahren über diesen Spaltungsprozess im Weltkrieg einen Text über Karl Kautsky geschrieben, ja, in dem ich eigentlich sein verzweifeltes Festhalten am Gedanken der Einheit der Sozialdemokratie in den Mittelpunkt gestellt habe. Er ist eindeutig auf der Seite der Kriegsgegner, der Gegner der Bewilligung von Kriegskrediten, versucht aber gleichzeitig die sich abzeichnende Spaltung aufzuhalten. Aber in seiner inhaltlichen Position ist er bei Hugo Haase, bei Hilferding, bei Breitscheid und anderen, die diesen Kurs ebenfalls verfechten. Und er gehört mit zu den Gründern der USPD im Frühjahr 1917, auch wenn ihm nicht sehr wohl dabei ist, dass sich hier plötzlich die Parteien auch trennen. Er gehört dann bei der Debatte, die bald beginnt in der USPD, in Richtung, welche Internationale soll man sich bewegen. Da gibt es starke linksradikale Kräfte, die darauf drängen, dass man sich der Kommunistischen Internationale anschließen soll. Und dies ist faktisch der Parteitag in Halle 1920, der Teil der von Moskau ausgehenden Spaltung, von der ich vorhin sprach, wo Kautsky eindeutig auf der Seite derjenigen steht, die die Aufnahmebedingungen ablehnen. Aber er ist auch die Galionsfigur für Moskau, wo gesagt wird, diesen Teil wollen wir nicht haben, diesen Teil müsst ihr ausschließen. Und hier wird die USPD, die eine Massenpartei ist, fast 1 Million Mitglieder zu diesem Zeitpunkt 1920, die auch in der Wählergunst fast aufgeschlossen hat zur Mehrheitssozialdemokratie. Diese Partei wird also gespalten und der Teil, der selbstständig bleibt, sich nicht mit den Kommunisten vereinigt, kehrt 1922 zur MSPD zurück. Sie vereinigen sich wieder. Unter Einschluss von Karl Kautsky natürlich. Und er wird dann eben auch nach 1922 für die Vereinigte Sozialdemokratie in Deutschland erneut ein wichtiger Theoretiker, der Einfluss darauf hat, wie in vielen Fragen man Position bezieht und insbesondere
in Deutschland der wichtigste Stichwortgeber für die Haltung gegenüber Sowjetrussland. Das ist vielleicht der Werdegang Kautskys in diesem Zusammenhang. Er wird in vielen harten Texten, Broschüren von Lenin, von Bucharin, von Sinowjew, wie von Radek übelst attackiert. Und ich denke, es ist ihm überhaupt nicht zu verdenken, dass er daraus auch seine Schlüsse zieht und dass er die Art und Weise, wie seine ja auch engen Freunde behandelt und vertrieben werden, das zunächst mal seine Haltung prägt, die aber eben sehr stark auf der Ebene der ja, Fragen von Demokratie und Diktatur verbleibt, sich weniger den Prozessen im Bereich der Wirtschaft zuwendet, sozialstrukturelle Untersuchungen vorlegt. Er ist auch der Auffassung, und ich habe das in meinem Buch beschrieben, dass dieses Regime sich überhaupt nicht halten kann. Es dauert dann doch 70 Jahre immerhin, bis es überwunden wird. Und er prognostiziert eigentlich Jahr für Jahr auch den Zusammenbruch dieses Systems und muss immer wieder Gründe finden, warum es dann doch nicht zusammengebrochen ist. Und er geht auch über zu Positionen, wo er bewaffnete Aufstände in Sowjetrussland für unterstützenswert hält, was ihn auch in Konflikt bringt zur menschewistischen Partei, die dann schon im Exil sind und die diese Position eindeutig ablehnen. Also man bemerkt ja in Deutschland, in dieser Zeit gibt es diese ungeheure Spaltung der Arbeiterschaft. Es gibt eine Gegnerschaft, die hasserfüllt ist. Also die KP hasst die deutsche Sozialdemokratie. Das ist etwas, was man in Österreich so nicht beobachtet. Diese Spaltung hat es dort nicht gegeben. Möglicherweise führt das auch dazu, dass die Sichtweisen aus Österreich und Deutschland eben anders ist. Ich denke, dass das schon sehr gut den Ausgangspunkt beschreibt. Man könnte vielleicht ein wenig ironisch sagen, die Österreicher haben in einer Hinsicht Glück gehabt. Bei ihnen wurde das Parlament aufgelöst und die Sozialdemokraten waren nicht gezwungen, im Parlament Stellung zu nehmen zu den Fragen von Kriegskrediten, zu den Fragen von Resolutionen zur Lage im Krieg. Denn sie hatten intern dieselben Auseinandersetzungen wie die deutsche Sozialdemokratie. Sie hatten auch zunächst eine starke Mehrheit, die die Kriegsführung der deutschen und österreichischen Alliierten unterstützt hat und hatten wie in Deutschland aber auch eine starke Minderheit, die sich zunächst konzentrierte um den Sohn des Parteigründers und großen Parteiveteranen Viktor Adler, man kann sagen der österreichische August Bebel. Und dessen Sohn Friedrich Adler war der Organisator der Linken gegen den Krieg. Er ermordete sogar den österreichischen Ministerpräsidenten, kam ins Gefängnis, wurde später amnestiert, aber er blieb Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Während Disziplinbrüche, also das bloße Nicht-Mitabstimmen, sondern offene Gegenstimmen in Deutschland im Reichstag durch Karl Liebknecht sofort zu disziplinarischen Maßnahmen, Ausschlussbewegungen führte, was sich später dann auf die gesamte Gruppe der ja, dissentierenden Mitglieder im Reichstag ausdehnte. Diejenigen, die also dann irgendwann begannen, offen gegen die Kriegskredite zu votieren und das auch zu begründen. Und das, glaube ich, hängt zusammen mit einer anderen Binnenkultur in der deutschen und österreichischen Sozialdemokratie. In Deutschland sehr stark auf, man könnte fast ironisch sagen, preußisch-militärische Disziplin orientiert. Die Mehrheit bestimmt, wo es lang geht, und die Minderheit hat sich unterzuordnen. In Österreich sehr viel stärker konsensorientiert, sehr viel stärker diskursiv orientiert, sehr viel toleranter gegenüber innerparteilichen Minderheiten. Das heißt, das Spektrum der österreichischen Sozialdemokratie ist auch immer sehr breit gewesen. Und das hat dazu geführt, dass während der gesamten Ersten Republik die Kommunisten faktisch überhaupt keine Rolle spielten, immer eine kleine Sekte geblieben sind. Das hat sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg kurzfristig etwas verändert. Und im Moment erleben wir ja auch eine erstaunliche Renaissance. Aber
Österreich war immer eher eine Verkörperung dessen, was man so die Einheit der Arbeiterbewegung genannt hat, aber ausgedrückt in der Sozialdemokratie. Das ist der Ausgangspunkt für diese auch unterschiedlichen Herangehensweisen dann an den Bolschewismus, an die Situation in Sowjetrussland. Gehen wir mal kurz zurück zu dem Bolschewismus und die Situation in der Sowjetunion. Wir hatten eine kurze Phase, die man die Phase der NEP bezeichnet. Eine eher unkommunistische Sichtweise auf die Wirtschaftssituation. Vielleicht beschreiben wir aber erstmal kurz, wie war die Lage nach der Revolution und es gab einen Bürgerkrieg und was waren die ersten Maßnahmen von Lenin, um den großen Problemen des Landes Herr zu werden und was das zur Folge hatte, wie sich das geändert hatte und wie dann der Blick auf Gewerkschaften war. Ja, ich denke, man kann dazu ein Verhältnis nur bekommen, wenn man auch genau auf die Entwicklungen schaut, wie sie sich vollzogen haben. Diese relativ, betone das Wort, relativ unblutige Revolution, die übergeht in eine Auflösung des Parlaments, in die Proklamation einer sogenannten Sowjet-Räteherrschaft, die aber bald dann einmündet in eine Bürgerkriegssituation, wo auf der einen Seite Kräfte der regierenden Bolschewiki mit ihrer Roten Armee gegen weißgardistische Generäle und Interventionen sich erwehren. Auch ausländische Truppen agieren auf russischem Boden und setzen, das ist ja auch noch die Zeit des Weltkrieges, setzen ihre dortigen Auseinandersetzungen fort. In dieser Zeit kommt es zu spontanen Fabrikbesetzungen, zu Übernahmen von Produktionen, die so gar nicht geplant waren, aber mit denen die neue Regierung umzugehen hat. Es ist ein schrecklicher Bürgerkrieg, der erst Anfang der 20er Jahre, 21, 22, zu Ende geht. Und die Rolle Lenins ist letztlich die, dass er lange die Maßnahmen in dieser Kriegszeit natürlich mitentwickelt und rechtfertigt. Man spricht von Kriegskommunismus und geht dann aber, nachdem die Wirtschaft komplett daniederliegt, dazu über, die in der Ökonomie die Zügel zu lockern, Handel wieder zuzulassen, Privatinitiative zuzulassen, Kleinbetriebe wieder zu privatisieren. Und man macht im Grunde genommen das, ich glaube, das ist nicht übertrieben, was ich jetzt sage und wird auch an vielfältiger Stelle von den Betroffenen so ausgedrückt. Man übernimmt das Programm der Menschewisten, denen man vorher konterrevolutionäres Agieren vorgeworfen hat, und setzt das nun selber in die Tat um und macht aber gleichzeitig etwas Gravierendes. Man hat immer gesagt, ja, die halblegale Existenz in dieser Bürgerkriegszeit, die müsst ihr eben erdulden. Es gibt bei uns eine Partei, die regiert, und solange hier Bürgerkrieg ist, sitzen die anderen halt im Gefängnis. So, Ja. und das hat man nun auf Dauer gestellt. Ja. Das heißt, man übernimmt deren Programmvorschläge und gleichzeitig stellt man sie vor die Alternative, entweder ihr bleibt weiter in den Gefängnissen oder ihr verlasst das Land. Und so haben sie das Land verlassen müssen. Sowohl die führenden Sozialrevolutionäre wie die führenden Sozialdemokraten. Und es beginnt aber trotzdem eine zumindest ökonomisch-innenpolitische Normalisierung und Entspannung. Es erholt sich langsam die Wirtschaft. Aber gleichzeitig ist es so, dass die Bolschewisten in der Zwischenzeit dafür gesorgt haben, dass sie sowohl in den Räten faktisch die Mehrheiten komplett übernommen haben. Wenn es Wahlen gibt, die anders ausfallen, dann werden die gewinnenden Sozialrevolutionäre oder Menschenlisten in die Gefängnisse gesteckt und durch andere ersetzt. Das heißt, die Räte werden relativ bald zu reinen Ausführungsorganen der Kommunistischen Partei. Und der gleiche Vorgang vollzieht sich de facto auch bei den Gewerkschaften. Und so wird man feststellen können, dass man spätestens Ende der 20er Jahre in diesem Land in einer Situation ist, wo die Räte keine Rolle mehr spielten,
und wo auch aus den Gewerkschaften faktisch Transmissionsriemen für die regierende Partei geworden sind und ihre eigentliche Funktion der Vertretung von Arbeiterinteressen in diesem Land überhaupt nicht mehr wahrnehmen können. Und dann auch nie wieder kamen. Richtig. So, wir kommen dann in die Diskussion hinein, wo haben wir es beim Bolschewismus noch mit Sozialismus zu tun oder gehen wir schon in den Bereich des Faschismus über? Denn letztendlich Mussolini kam ja eigentlich aus der sozialistischen Tradition heraus, hat die nationale Komponente in den Vordergrund gestellt, das Gespenst des Faschismus trat in Europa hervor. Wo war denn da überhaupt noch der Unterschied zu dem, was man in der Sowjetunion gesehen hat? Das ist wirklich eine ganze Reihe von Jahren andauernde Debatte und Diskussion, die auch weit über Deutschland und Österreich verständlicherweise hinausgeht, dass man sich plötzlich vor die Frage gestellt sieht, wie geht man mit beidem um? Und ist beides möglicherweise nicht nur vergleichbar, sondern identisch? Und auf dem eher rechten Flügel, vor allem in der deutschen Sozialdemokratie, aber auch international, gibt es dann sehr früh schon ab 1923 erste Gleichsetzungen, die eben sagen, naja, Mussolini, Faschismus, das ist faktisch jetzt ein gewendeter Bolschewismus. Und es gibt auch einzelne Stimmen, die sagen, der Bolschewismus ist eigentlich das größere Übel, ist das Schlimmere als der Faschismus, weil es noch sehr viel konsequenter die eigenen Leute verfolgt und man deswegen auch ja in gleicher Weise darauf reagieren müsse. Es beginnt erst relativ langsam dann auch in der Internationale eine Debatte darüber, ist es nicht notwendig, dass man die Entstehungsbedingungen beider Bewegungen sich dann aber genauer anschauen muss und möglicherweise dann doch zu anderen Ergebnissen kommt. Geht es nicht auch darum, die unterschiedlichen Zielsetzungen, die sie haben, genauer unterscheidend zu betrachten und entsprechend auch zu anderen Ergebnissen zu kommen. Wir sprechen ja vom Faschismus, nicht vom deutschen Nationalsozialismus. Der deutsche Richtig. Nationalsozialismus hat natürlich Genau. Elemente aus dem italienischen Faschismus entnommen, also hat sich das zum Teil einer zum Vorbild gemacht, ist aber am Ende was komplett anderes, wenn man genau betrachtet. Also wir sind jetzt eigentlich in diesem Vergleich der internationale Faschismus von Italien ausgehend im Vergleich zum Bolschewismus und lohnt sich mal genauer zu betrachten. Ich denke, dass sich hierbei aber die Unterschiede, die wir eingangs schon in den Mittelpunkt gestellt hatten, im Prinzip reproduzieren. Bei Karkauzki ist es so, dass er relativ nah an Positionen ist, die Bolschewismus und Faschismus gleichsetzen oder für gleich schädlich halten, während auf dem linken Flügel der deutschen Sozialdemokratie, aber auch in der österreichischen Sozialdemokratie eine Position vorherrscht, die sagt, das mag an der Oberfläche so aussehen, es ist aber so, dass der Bolschewismus eben doch seine Wurzeln in der Arbeiterbewegung hat und auch seine Zielsetzungen darauf zielen, eben doch eine sozialistische Gesellschaft, wenn auch mit den falschen Mitteln anzustreben und deshalb an dieser Unterscheidung festhalten und auch daran festhalten, dass es ein wichtiges Ziel sein müsse, so etwas wie die Einheit der Arbeiterbewegung im Sinne von Einheitsfront, Abkommen anzustreben und nicht die ja komplette Abschließung in diese Richtung vorzunehmen. Das Ganze wird aber nur dann vollständig, auch wenn man ja im Auge behält, dass ebenfalls schon ab Anfang der 20er Jahre auf Seiten führender Bolschewisten, ich nenne etwa den Vorsitzenden der Kommunistischen Internationale Sinowjew, auch schon erste Anzeichen einer Sozialfaschismustheorie entwickelt werden, wo die Sozialdemokraten als die schlimmsten Feinde gesehen werden, was dann im Sinne einer theoretischen Legitimation Ende der 20er Jahre dann komplett entwickelt wird und das gemeinsame Agieren von Sozialdemokraten und Kommunisten nicht nur gegen den Faschismus, sondern
gerade auch gegen den stärker werdenden deutschen Nationalsozialismus verunmöglichen. Werfen wir noch mal kurz einen Blick nach Österreich. Wie war denn Otto Bauers Verständnis von dieser Situation? Ich denke, auf der Basis der fortdauernden Einheit der österreichischen Sozialdemokratie und dass sie sich nicht einer großen Alternative parteimäßig zu erwehren hatten, dass die Kommunisten ausgesprochen klein blieben, Ja. war es in der österreichischen Partei möglich, würde fast sagen, gelassener auf Sowjetrussland zu schauen, weil man nicht in derselben Weise in seiner eigenen Position und Perspektive bedroht war. Nun kommt hinzu, dass, glaube ich, da auch die Temperamente bei Karlsruhe und Bauer eher unterschiedlich sind. Otto Bauer ist eher ein sehr nüchterner Analytiker, der versucht, Realentwicklungen in den Blick zu nehmen und zu erklären. Ihm ist dabei oft vorgeworfen worden, dass das dann zu einer Rechtfertigung ausarte, wenn er zu erklären versucht, warum bestimmte Prozesse in Russland sich so vollzogen haben, wie sie sich vollzogen. Aber ich denke, das wäre eine Fehlinterpretation. Er versucht es zunächst zu verstehen. Er bleibt auch wie Kautsky bei einer demokratisch-sozialistischen Position, die all die Maßnahmen des Terrors und der Verletzung von demokratischen Gepflogenheiten scharf kritisiert. Aber er versucht im Blick zu behalten, ob das, was denn auch programmatisch von den Bolschewiki angestrebt wird, nämlich eine, ja, nochmal unter besonderen ökonomischen Bedingungen funktionierende kapitalistische Gesellschaft in eine sozialistische zu transformieren, das schon ernst genommen bleiben muss. Und insofern untersucht er sehr viel genauer die ökonomischen Veränderungen in dieser Phase der neuen ökonomischen Politik und sagt, wir erleben nun ein Nebeneinander von privaten Strukturen, von öffentlichen Strukturen, von staatlichen Strukturen. Und wir haben gleichzeitig einen Überbau, einen diktatorischen Überbau einer regierenden Partei, die die Interessen verschiedener Klassen austarieren muss und austariert. Und ab Mitte der 20er Jahre, nachdem er selber auch eher der Auffassung war, dass die ökonomischen Bedingungen für eine sozialistische Transformation in Russland in der Tradition, wie es Marx, Engels und andere ja auch gesehen hatten, dass es dass Sozialismus etwas für fortgeschrittene, entwickelte Gesellschaften sei und nicht für zurückgebliebene, also im Sinne ökonomischer Zurückgebliebenheit wie Russland, dass dies nun doch möglicherweise Fenster eröffne, dass aus dieser gemischten Wirtschaftssituation neue Formen hervorgehen könnten, die in Richtung dieses dann despotischen Sozialismus genannten Modells sich entwickeln könnten. Das ist im Prinzip das Neue von Otto Bauer unter Sicht der österreichischen Sozialdemokraten ab etwa Mitte der 20er Jahre. Also dieser Begriff despotischer Sozialismus, der wurde tatsächlich von Otto Bauer verwendet. Daher auch der Titel deines Buches. Interessant. Also, es wurde auch in Österreich als despotischer Sozialismus angesehen. Wir hatten ja das Beispiel auch angegeben, wie in Georgien mit Menschewiki umgegangen worden ist, die eigentlich dort eine breite Unterstützung in der Bevölkerung hatten. Also diese Art und Weise, wie man sich durchgesetzt hat, wie sind die Auswirkungen auf den heutigen Tag? Würdest du dafür Worte finden? Ja, würde ich. Es ist gleichwohl nicht ganz leicht, weil wir uns ja in einer Situation befinden, wo das Verhältnis schon gar auf Seiten all derer, die sich in welcher Form auch immer für links halten oder auch links sind, jetzt im Verhältnis zu Russland ein sehr kompliziertes geworden ist. Russland befindet sich in einem selbst begonnenen Angriffskrieg gegenüber der Ukraine, einem Nachbarstaat, der mit Russland in der Sowjetunion eigentlich eine gemeinsame Staatlichkeit gebildet hatte. Und mein Eindruck ist der, dass bei vielen
derjenigen, die in unterschiedlichen linken Parteien, ob in der Sozialdemokratie, ob bei der Linken, ob in anderen Gruppen, vielfach im Übrigen auch gerade in Ostdeutschland, sich mit dieser Frage beschäftigen, eine Art von, wie soll man das sagen, Russland-Nostalgie vorhanden ist, mit einem Gefühl, dass das dort drüben immer noch irgendwo etwas ist, was im weitesten Sinne mit einem linken Verständnis konform geht und wozu man sich doch letztlich positiv verhalten solle. Und das bestimmt dann auch das jeweilige eigene Verhältnis zu der Kriegssituation, in der wir uns jetzt befinden. Ich glaube, dabei wird dramatisch übersehen, wenn man diesen nostalgischen Blick beibehält, welch dramatische Transformation diese ehemalige Sowjetunion hinter sich gebracht hat und in welcher Situation wir uns jetzt befinden mit Blick auf das, was man relativ neutral zunächst mal Putin-Regime nennen könnte. Und die Frage ist ja, was ist es eigentlich? Mit welcher Art von Formation haben wir es da zu tun? Und wenn du magst, würde ich dazu noch ein paar Gedanken loswerden wollen. Ja, Aber geht das natürlich. in die Richtung, wie du denkst, dass wir Naja, darüber sprechen sollten? wenn die Geschichte geschrieben wird, dann deswegen, weil man ja aus der Geschichte lernen möchte, weil man manchmal auch Muster erkennt, Wiederholungen, weil sich natürlich alle Herrschenden in gewisser Weise auch an der Vergangenheit orientieren und sich auf sie berufen. Wir hatten ja letztens darüber geredet, wie dieses Interview von Putin war mit dem Tucker Carlson und der im Grunde genommen 30 Minuten Geschichtsunterricht liefert. Wobei mein Eindruck an der Stelle immer noch ist, dass sich Putin eigentlich mehr mit den russischen Zaren identifiziert. Zum einen wenig Liebe gegenüber den sozialistischen Traditionen findet, aber die Methode, die Art von Terrorismus, die verwendet wird, um politische Gegner loszuwerden, sich doch sehr, sehr ähneln, wie es in den 20er, 30er Jahren geschah, bis in die 40er Jahre. Man muss nur sehen, wie Trotzki entledigt wurde in Mexiko. Und wenn man das betrachtet, wie gerade politische Gegner verschwinden, dann hat man doch das Bild einer gewissen Ähnlichkeit. Deswegen weiß ich jetzt nicht, inwiefern wir den Bogen spannen, das Ganze mit Sowjetunion in Verbindung zu setzen, mit dem, was während der russischen Revolution stattfand, aber viel mit diesem bolschewistischen Faschismus, wenn man ihn so nennen möchten, und wie die Tradition des Terrors wieder zurück auf die politische Bühne gebracht wird und umgesetzt wird. Also wenn es um dein Buch geht, dann reden wir am Ende mehr über Despotismus als über Sozialismus. Und ich würde doch meinen, das sind doch sehr unterschiedliche Dinge, das sind zwei unterschiedliche Worte und Beschreibungen von Dingen. Aber du hast es in deinem Buch ganz häufig gekennzeichnet, wie schnell das über Bord geworfen wurde, was die Ideale und Inhalte war, und man sehr schnell in die imperialistische Tagesordnung übergegangen ist. Und die spiegelt sich ja heute wieder. Von daher denke ich, kannst du uns mit deinem Buch auch einiges zur heutigen Zeit beitragen. Ich würde dir zunächst mal zustimmen, wenn du sagst, dass die Orientierung von Putin im Sinne des Vorbildhaften an der glorreichen Zeit der Zarenherrschaft in Russland signifikant ist und das prägt oder stark mitprägt, was wir momentan leidvoll erleben, insbesondere die Ukraine leidvoll erlebt. Ich glaube aber schon, dass man nicht vergessen darf, dass Putin den Zerfall der Sowjetunion 1991 als die größte Tragödie weltpolitisch des 20. Jahrhunderts benennt. Und wenn man dann genauer weiterschaut, es durchaus so ist, dass in vielen konkreteren Kontexten der Rückgang
Rückgriff auf die Figur Stalin durchaus signifikant ist. Weniger im Übrigen auf Lenin, den er eher als denjenigen sieht, der schon in einem frühen Stadium dazu beigetragen hat, dass das alte zaristische Reich zerfallen ist. Wenn wir über diese Begrifflichkeit als Ausgangspunkt sprachen, das hast du gerade ja auch gemacht, dann reden wir ja über ein Modell oder über eine gut 70-jährige Herrschaft, in der das Despotische von Anfang an vorhanden war und, wie du zu Recht beschreibst, sein Höhepunkt unter der Stalin-Herrschaft dann in der Zeit, die später liegt, als ich sie in meiner Arbeit beschrieben habe, sich entwickelt, in einen unglaublichen Staatsterrorismus übergeht und das Ganze aber immer noch unter Sozialismus selber, ja, als Selbstbezeichnung firmiert. Und ich glaube, dass, wenn wir auf diesen Teil schauen, wir, ohne uns groß verrenken zu müssen, feststellen werden, dass viele dieser despotischen oder ich nenne sie auch mit einem anderen Begriff autoritären Traditionen aus der Zeit der Sowjetunion fortwirken in die Jetztzeit. Und ich nenne einfach einige Stichworte, um dann auch das Ganze mit einem vielleicht irritierenden Begriff zu garnieren. Ich glaube, dass es nicht falsch wäre, das jetzige Regime in Russland mit dem Begriff des Kryptofaschismus oder kryptischen Faschismus zu umschreiben. Und ich nenne einfach einige Punkte, die für jemand, der so ein bisschen sich erinnert, was in den 70er, 80er Jahren an Faschismusdiskussionen in Deutschland stattfand. Man hat versucht, das zu kategorisieren. Welche Merkmale braucht es, dass man von Faschismus sprechen kann? Das war ja eine Zeit lang auch sehr schnell bei der Hand, dass man alles das, was einem nicht passte, damals gleich faschistisch nannte. Ich nenne mal einige Stichpunkte. Wir haben es mit einer monopolistischen Wirtschaftsstruktur zu tun, mit starken staatskapitalistischen Elementen in Russland. Mit im Übrigen aus den ehemaligen Staatsbetrieben ausgegliederten Großprojekten, die jetzt von den sogenannten Oligarchen geleitet werden, die in einer engen Verknüpfung agieren, auch aufgrund der geschaffenen Abhängigkeiten mit der Staatsspitze um Putin. Dann haben wir es mit einem faktischen Einparteiensystem zu tun. Alle relevanten politischen Kräfte, die sich anders orientiert haben, sind entweder verboten oder ausgeschaltet worden. Wir haben einen hierarchischen Entscheidungsaufbau, der kulminiert in einem politischen Führer, wie es klassisch in faschistischen Systemen zu beobachten ist, mit Putin an der Spitze. Wir haben eine, was auch für faschistische Staaten signifikant ist, eine nationalchauvinistische Ideologie, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Da wird immer wieder, glaube ich, zu Recht der Philosoph Dugin genannt, der Haupteinflüsterer für Putin ist, mit im Übrigen einer Sichtweise, deswegen habe ich es nationalchauvinistisch genannt, dass Russland überall dort ist, und das erleben wir ja fast wöchentlich, monatlich, Putin oder Medvedev oder in den Medien Russlands. Russland ist überall da, wo Russen leben. Und daraus wird auch die Legitimation abgeleitet, dass man auch überall dort selber agieren und intervenieren kann, wo Russen leben. Das heißt, man fühlt sich nicht mehr gebunden an Verträge, wie es noch im Übrigen für die Sowjetunion der Fall war. Die Sowjetunion hat Verträge geschlossen. Man konnte sich in der Phase der Entspannungs- und Ostpolitik darauf verlassen, dass diese Verträge wenigstens eingehalten wurden. Als die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben hat, wurden multilaterale Verträge geschlossen, von Putin unterzeichnet, die die Staatlichkeit der Ukraine bestätigten und legitimieren sollten. Davon ist keine Rede mehr, das wird komplett in Frage gestellt. Wir haben es mit einer Unterdrückung nahezu aller zivilgesellschaftlichen Strukturen zu tun. Wir sprachen vorhin über Gewerkschaften, zu nennen sind auch die Genossenschaften, zu nennen sind unabhängige Vereine. Ich erinnere nur an die Organisation Memorial, die sich um die Stalin-Opfer gekümmert hat. Es ist alles verboten oder gleichgeschaltet.
Und das ist eine Tradition, die aber schon zurückgeht auf die Sowjetunion. Der Funktionswandel von Gewerkschaften, darüber sprachen wir, aber auch von Genossenschaften, die ihrer eigentlichen Funktion entkleidet worden sind, beraubt worden sind und in Transmissionsriemen staatlicher Apparate umfunktioniert worden sind. Dann haben wir es mit einer flächendeckenden Unterdrückung jedweder freier Medien, sei es Zeitungen, sei es Fernsehkanäle, Radio und so weiter zu tun, die, wenn es sie noch gibt, nur von außerhalb der Grenzen Russlands nach Russland hinein senden oder wirken können. Du hast dann vorhin den Gesichtspunkt des Umgangs mit Oppositionellen genannt. Wir haben gerade erlebt, was mit Alexei Nawalny stattgefunden hat. Und es ist ja nicht nur so, dass dieses Ermorden, dieses gezielte Ermorden von führenden Oppositionellen und Intellektuellen nur im russischen Staatsgebiet stattfindet, wie es bei Trotzki der Fall war, den du genannt hast, werden die Leute bis hin nach Berlin, bis nach London, bis, wer weiß wohin, nach Spanien gerade genau verfolgt. Und es wird auch offen gesagt, ja, das waren wir und die, die sich nicht daran halten, wie der Mitarbeiter Nawalnys gerade in Litauen, wenn du nicht deine Aktivitäten einstellst, bist du der Nächste. Das ist etwas, was wir aus der Stalinzeit kennen und was fortwirkt bis heute. Wir haben es mit Scheinwahlen zu tun. Wir haben es mit der Allgegenwart des Sicherheitsapparates zu tun. Und wir haben es mit einer internationalen Verflechtung zu tun, mit rechtspopulistischen Kräften in Richtung USA, in Richtung der europäischen Staaten, AfD hier, Le Pen in Frankreich, Orbán in Ungarn und so weiter, die engsten Verknüpfungen. Es fehlt nur eins, was zum Faschismusbegriff immer engstens dazugehört hat und weswegen ich, wenn überhaupt, allenfalls denke, dass man von Kryptofaschismus sprechen. Das ist die faschistische Massenbewegung. Die gibt es nicht, macht es aber nicht besser. Was ist denn das Krypto? Das habe ich noch nicht verstanden. Woher kommt der Begriff? Na, kryptisch ist etwas, was nicht dem Original komplett entspricht. Eine Annäherung an das, was ansonsten durchaus in vielen Elementen der Definition dessen, was man im Kontext von Faschismustheorien entwickelt hat, entspricht. Ja, also ich kann ja natürlich fast nur zustimmen. Es gibt dann Nuancen, wo ich mir denke, das könnte man vielleicht hier oder dort noch mal ein wenig weiter umschreiben oder ergänzend. Das würde jetzt aber, glaube ich, den Rahmen sprengen. Tatsächlich ist es so, dass ich dir zustimmen würde, dass wir es mit starken Elementen des Faschismus hier zu tun haben. Es ist schade, weil es gab eine Zeit mit Michail Gorbatschow, bei der wir sehr hoffnungsvoll in diese Region geschaut haben. Und die Frage ist, was hätte man tun können, damit es dann so bleibt? Aber es sprengt den Rahmen und was in der Vergangenheit war, kann man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Wir haben es mit einer neuen Situation zu tun. Vielleicht würde ich von meiner Seite aus nur abschließend sagen, wir werden irgendwann mal auch darüber sprechen, wie militärische Konflikte beendet werden müssen. In den USA diskutieren die das schon, und zwar, was ich beobachte, vor allem in den Hochschulen. Das eine ist, was da auf Parteitagen gesagt wird oder im Präsidentschaftswahlkampf, aber ich sehe da im Hochschulbereich in den USA eine sehr intensive Diskussion darüber, wie der Ukraine-Krieg tatsächlich irgendwann beendet wird. Und mein Eindruck ist, dass das sehr bestimmt sein wird, was am Ende nachher vollzogen wird. Was ich nicht glaube, was vielfach diskutiert wird in Deutschland, ist ein Regimewechsel in Russland. Ich glaube nicht, dass das von Deutschland aus funktionieren kann. Das wird aber sehr gewünscht. Und ich halte das für sehr naiv. Ich sehe die Notwendigkeit, dass man über erfolgreiche Konzepte nachdenken muss. Man kann sich sehr über viele Sachen beschweren, die über in der Welt stattfinden. Und man muss auch überlegen, wie erfolgreich ist man mit dem Handeln? Was kann man dazu sagen, wie der Westen heute dasteht?
ist der Westen tatsächlich monolithisch, demokratisch fest in einer Einheit zu sehen oder wackelt es da im Gebälk? Wie schafft man eine wirkliche Einheit des Westens her? Weil ich fürchte, dass man sie so nicht beschreiben kann im Augenblick. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass es noch stärker knatschen wird. Wir werden am Ende des Jahres Wahlen in den USA haben und dann werden wir das mal sehr genau beobachten, wie das nachher aussieht. Das ist ein Aspekt. Und dann der weitere Aspekt ist, wie überraschend erfolgreich Russland seine Stellung in der Welt nicht geschwächt hat. Das ist unglaublich überraschend, gerade deswegen, weil es ja ein offensichtlicher Angriffskrieg ist. Und trotzdem hat man nicht den Eindruck, dass man Russland damit wirklich geschadet hat. Mit den Sanktionen, mit den Waffenlieferungen. Und man muss auch darüber nachdenken, welche Konzepte man einführt, wenn man sowas wie Russland nicht haben möchte auf der Weltbühne und wie es sich verhält. Welche Konzepte noch durchdacht werden müssen, damit man erfolgreich ist. Ich sehe das im Moment eher als erfolglos an. Dann könnte man natürlich sagen, ja, da muss man mit noch härteren Bandagen herangehen. Nur, das ist halt das Dilemma der Demokraten. Wie sehr möchtest du dich deinem Gegner annähern in seinen Methoden, um ihn zu verhindern? Und was wird nachher aus dir selber? Das ist ein Dilemma. Das ist das große Dilemma der Demokraten und der liberalen Demokraten. Und das werden wir jetzt nicht beantworten. Aber ich würde gerne zwei, drei Kurzeindrücke loswerden wollen. Das Erste, warum es Russland erstaunlicherweise doch noch mit so viel gar nicht Sympathie, sondern ja, geschehen lassen Aber wo denn? In besegnet. Deutschland? Meinst du das in? International, davon Ah ja, sprachst du ja eben. international, ja. Und ich würde einfach nur Stichworte sagen. Ja. Irak, Ja. Kosovo, Afghanistan. So, wo war da die konsequente, wertegeleitete, in aller Argumentation abgesicherte Handhabung durch den Westen? Nicht vorhanden, Double Standards. Ja, das ist ein wichtiges Thema international. Zweiter Punkt, wenn man auf den Globus und die Weltkarte schaut, wird man sehen, dass die Zahl der in Anführungszeichen in unserem Verständnis demokratisch zu nennenden Staaten dramatisch abgenommen hat und weiter abnimmt. Und in einem solchen Zeitpunkt, bei aller Sympathie, die ich auch für Sie als Person sonst habe, aber mit einer vermeintlich wertegeleiteten und dazu noch feministischen Außenpolitik unterwegs sein zu wollen, ist eine komplette Verkennung der weltpolitischen Lage und dessen, was Außenpolitik eigentlich ausmachen müsste, Interessen zu definieren und zu versuchen, auch mit Partnern oder Kontrahenten des Gegenüber jeweilige Modi Vivendi zu finden, innerhalb derer man auf diesem Globus einigermaßen friedlich miteinander leben kann. Und das merkt man im Moment auch an der ganzen Frage der Außenpolitik. Es ist sehr deklamatorisch, kommt mit hohem Pathos daher und findet keine Antworten darauf. Und da sind wir dann bei Entspannungspolitik, bei Erhard Eppler und Willy Brandt und so, damit wir auf unsere ja, anderen Aktivitäten nochmal blicken. Davon ist nichts zu spüren. Es ist Hilflosigkeit. Die grüne Außenpolitik ist gescheitert. Sie wird ein paar Seiten in Geschichtsbüchern darstellen, aber sie ist erfolglos. Einfach erfolglos. Lieber Uli, es war sehr spannend. Die Demokratie muss verteidigt werden. Ja, Sie so muss ist verteidigt es. werden. Aber es sollte mal in der Form geschehen, dass es auch zum Erfolg führt. Ich habe diese Rede von Mützenich gerade gesehen im Bundestag. Er wird zerrissen, angegriffen. Aber on the long run wird er in den Geschichtsbüchern mehr Seiten bekommen.
Ja, und ich kenne ihn ja gut und kann, glaube ich, sagen, wir mögen uns sehr gegenseitig. Ich hatte im Dezember noch eine Veranstaltung mit ihm, wo wir auch diese Dinge am Rande nochmal intensiver auch ausgetauscht haben. Er steht ja total zu der Politik der Unterstützung der Ukraine. Ja, also das wird so schnell vergessen bei denen, die ihn da jetzt attackieren. Und trotzdem wirbt er für den Aspekt, wo ich gerade gesagt habe, der fehlt mir bei der Außenpolitik von Baerbock und von anderen, nachvollziehbare Vorschläge zu entwickeln, wie man jetzt auch aus dieser eher eine Logik nur Waffen, Waffen, Waffen wieder herauskommt. Genau. So ist das. Okay. Schön. Also, dein großes Werk haben wir jetzt besprochen, aber du hast mehr geschrieben. Vielleicht haben wir noch Gelegenheit, weitere Gespräche zu führen. Ich würde mich freuen. Wenn es dich interessiert, ich habe gerade gestern den Text bekommen. Du fragtest ja nach der Spaltungssituation und Kautskys Rolle. Ja. Ich habe einen Text geschrieben, der ist gerade in der aktuellen Ausgabe März jetzt der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft erschienen Ja. und behandelt die Debatte auf dem USPD-Spaltungsparteitag über die Aufnahmebedingungen, insbesondere zwischen dem Vorsitzenden oder Präsidenten der Kommunistischen Internationale, Grigori Sinowjew, und dem Vorsitzenden der Menschewistischen Partei, schon im Exil, nee, dann noch nicht im Exil, Julius Martow, 23, in Berlin verstorben, sollte in einem Band zu Martow erscheinen, der nicht zustande gekommen ist. Ein längerer Text, der im Grunde genommen diese Auseinandersetzung Menschewiki, Bolschewiki anhand dieser Debatte nochmal zeigt. Also, wenn du magst, hab's jetzt als PDF, kann ich dir mal schicken. Ja, bitteschön. Das lese ich mir dann auch durch. Okay. Und die Bitte um kritische Kommentierung. Auf jeden Fall. Das gibt's. Gut. Okay, dann herzlichen Dank und wir verabschieden uns nur kurz. Genau. Bis dann. Also, bis Tschüss. bald. Tschüss.